Sind die nicht schön, diese Heuhaufen? Ja, die findet man bei uns in der Region nur noch selten oder eigentlich gar nicht mehr. Denn aufgrund des technischen Fortschritts lohnt es sich einfach nicht mehr, Heu auf diese Art und Weise zu lagern über den Winter. Aber hier in Nordwesten Rumäniens ist es noch übliche Herangehensweise, wie man hier Heu über den Winter für die Tiere lagert. Solange bis das Heu irgendwann benötigt wird. Ja, nachdem hier das Gras geschnitten wurde, wird dann das Gras gewendet, getrocknet und schließlich dann um einen großen Holzstab aufgetürmt zu solchen Heuheinzen. Und wie man einen solchen Heuhaufen auftürmt, aufstapelt, das habe ich vorhin miterlebt, da konnte ich sogar mithelfen und das zeige ich euch jetzt mal. Kommt mal mit. Doch bevor es zu diesen großen Heuhaufen kommen kann, müssen die Wiesen hierfür geschnitten werden. Dies geschieht hier oft noch auf traditionelle Weise mit der Handsense. Danach bleibt das Schnittgut für einige Tage an Ort und Stelle liegen und kann trocknen. Später wird es gewendet und bei genügender Trockenheit zu kleinen Haufen angesammelt. Übrigens bleibt durch diese Bewirtschaftungsmethode eine reiche Artenvielfalt erhalten, da die Wiesen hier nicht gedüngt werden und somit mager bleiben. Aber vor allem durch das längere Trocknen und Wenden an Ort und Stelle können die Blütenpflanzen noch aussamen, wodurch deren Erhalt gesichert ist. Bei besonders feuchtem Wiesenschnitt wird das Gras auf solchen Holzgestellen zum Trocknen aufgehängt. Schließlich ist es soweit. Die Heuhaufen, hier auch Kapitze de Fön genannt, können aufgetürmt werden. Hierfür wird zunächst ein großer Holzpfahl in den Boden geschlagen. Bei trockener Erde wird auch noch zusätzlich etwas Wasser hinzugegeben. Durch kleine Holzkeile wird der Pfahl zusätzlich noch stabilisiert. Um den Kontakt des Heus mit dem Erdboden zu verringern, werden größere Aststücke um den Pfahl angeordnet. Jetzt beginnt das Aufhäufen des Heus.
Seht mal, mit welch einfachen Methode größere Mengen Heu transportiert werden können. Ab einer bestimmten Höhe klettert eine Person auf den Heuhaufen, um das hochgereichte Heu zu arrangieren. Dabei wird das getrocknete Gras durch Festtreten komprimiert und ausgerichtet, wodurch mehr Stabilität erreicht wird. So langsam wächst der Heuheinzen und wird immer größer. In einem solchen Kapize kann das Heu bis über 2 Jahre gelagert werden. Bedingung hierfür ist aber eine Regenfestigkeit. Um diese zu erlangen, wird die Oberfläche regelrecht gekämmt und somit geglättet. Selbst starker Regen gelangt damit nicht in das Innere und fließt oberflächlich ab. Schließlich wird dem Heuheinzen die abschließende Krone aufgesetzt. Dies ist ein aus Heu geflochtener Kranz. Dieser wird über den Holzpfahl als wasserdichter Abschluss gestülpt. Und habt ihr euch eigentlich schon gefragt, wie man ganz am Ende von dem ca. 3 Meter hohen Heuheinzen wieder runterkommt? Schaut mal her, ist eigentlich eine ganz interessante Technik. So, war gar nicht mal so schwierig, diesen Heuhaufen hier aufzutürmen. Ich habe ja immer gedacht, das dauert ein paar Stunden, bis man einen solchen Heuheinzen aufgetürmt hat. Aber das ging doch in der Realität ziemlich schnell. Und ich finde es einfach beeindruckend, wie toll man sowas gestalten kann. Ja, bei uns findet man das gar nicht mehr. Aber wer das hier noch miterleben möchte, dem kann ich nur empfehlen, hier in den Norden Rumäniens zu reisen. Denn hier findet man noch viele traditionelle Herangehensweisen der Landwirtschaft und viel Selbstversorgung. Denn hier leben eigentlich die meisten Menschen von der Selbstversorgung, von der Landwirtschaft und mit und von der Natur. Ja, wenn euch das Video gefallen hat zu diesen Heuhaufen, zeigt es doch mit einem Daumen nach oben. Es werden mit Sicherheit noch weitere Videos hier aus dem Nordwesten Rumäniens von der Selbstversorgung der Landwirtschaft noch folgen.
Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Bei Fragen und Anregungen gerne in die Kommentare. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ja, bis dahin. Thank you.